Mein Name ist Benjamin Zipp, ich bin Hemsbacher. Und ich habe ein Mega-Event in Weinheim vor, das Science Fiction for Charity für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Ja, ich war in Speyer im Technikmuseum auf dem Science-Fiction-Treffen das erste Mal und war von Anfang an, von der ersten Minute an, so geflasht. Und da kam mir dann abends auch die Idee, sowas in Weinheim zu veranstalten. Warum Weinheim? Ist ganz logisch. Ich kenne den Herrn Speiser vom Kino in Weinheim, das Moderne Theater. Mit dem habe ich gesprochen. Er war total begeistert und geflasht und habe mich nach dem Zusammensetzen mit dem Herrn Speiser sofort auch mit der Stadt zusammengesetzt, mit dem Herrn Roland Kern, Pressesprecher von Weinheim, habe meine Idee ihm vorgeschlagen. Er war natürlich auch begeistert und hat gesagt, machen Sie mal, habe ich gemacht. Also den Hauptnutzen natürlich, die Deutsche Kinderkrebshilfe ist ja ganz klar, die steht im Vordergrund. Dass halt wirklich genug Geld gesammelt wird an dem Tag für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Aber es soll auch natürlich ein schöner Tag für alle werden. Wir hoffen auch, dass das Wetter natürlich mitspielt. Besuchen kann uns jeder, egal ob jung oder alt. Die Unterstützung durch Dritte ist natürlich für uns sehr wichtig. Der erste Punkt ist auf jeden Fall Geldspende für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Das ist das Wichtigste. Dafür kämpfen wir auch an dem Tag. Sachspenden sind natürlich ganz wichtig für die Tombola und Versteigerung. Also meine Motivation für das Event ist auf jeden Fall, dass ich eine kleine Tochter habe, die gesund ist, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich auch Kinder, denen geht es nicht so gut und denen wollen wir helfen, wollen uns für die einsetzen. Mein größter Wunsch ist für den 12. Mai in Weinheim bei dem Event, dass viele in Kostüme kommen, also viele Besucher. Und dass wir auch die Kinder glücklich machen, indem sie uns sehen in Kostüme. Und dass natürlich auch viel Geld eingespielt wird für die Deutsche Kinderkrebshilfe, für die Spendenkasse. Musik